weiter, genau. Ja, wir schauen einfach rein in die Auslosung. Zur zweiten Runde. Wird interessant, wen wir dazu gelost bekommen. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze mal ein bisschen schnell, warten schnell die erste Begegnung ab, falls es doch gleich wir sind. Mal schauen. Nein, auf meinem Chemnitz. Und wir spielen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ist, denke ich, ein machbarer Gegner. Wird allerdings auch nicht zu leicht. Wir schauen mal, was es noch so für Begegnungen gibt. Zum einen, was ist denn interessant? Leverkusen-Hannover, das ist gut. Schalke-Nürnberg, Bochum-Wolfsburg und Dortmund-Augsburg. Also da sind schon einige Kracher dabei. Sind ja auch schon viele ausgeschieden, wie wir gesehen haben, die ganzen guten. Und ja, wir schauen mal rein. Es gibt Neues, Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg, glaube ich, oder? Dürfte es gewesen sein, ich glaube schon, jawohl. Wechsel zu Borussia Dortmund. Und Balic nach Hannover. Das wird interessant zu sehen. Wahl zum Fußballer des Monats Juli. Es ist Kajubi. Okay, das brauchen wir in nächster Zeit, glaube ich, nicht mehr so. Wir schauen mal rein. Scouting abgeschlossen. Neuer Gegenstand brauchen wir auch nicht. Saisonvorschau verfügbar. Schaue ich eigentlich nicht so häufig rein. Statusbericht Verletzungen. Pokalprämie von 238.000. Und wir spielen dann, wie gesagt, gegen Fürth. Ja, das war's dann erstmal von meiner Seite. Hab wieder ein paar Minütchen aufgenommen, paar Parts hochgeladen, jetzt dann, wie gesagt. Und danach kommt dann das Spiel gegen Nürnberg, das wird auch interessant. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Kommentiert eifrig und so weiter. Bis denn, euer Badeschlappen. Servus. So, meine lieben Freunde, die nächste Folge ist da, eine neue Part vom Fußballmanager 12. Und zwar mit dem ersten Saisonspiel. Zumindest mit der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob wir es mit reinbringen. Werden wir sehen. Ich denke fast schon. Zumindest mal ein Teil. Wir werden, denke ich, den Textmodus spielen. Ist jetzt nicht das Top-Spiel. Natürlich, es geht gegen Nürnberg. Da geht es natürlich um einiges. Ist auch mit hinten dabei. Spielen auch gegen den Abstieg, ganz klar. Aber da werden wir mal schauen und uns diese 3D-Spiele für anderes aufheben. So, es gibt wieder einige Top-Transfers. Wir haben schon angesprochen, Schäfer geht zu Wolfsburg, dafür holen die Wolfsburger wiederum Hut von Stoke, Robert Hut. Ja, was ist noch passiert? Leandro Fernandes zu Mainz, Hanno Balic zu Hannover. Also wir müssen wirklich aufpassen, ich bin schon schwer am Überlegen. Ups. Und am rumtun, wie das denn wird die Saison. Es wird auf jeden Fall richtig schwierig. Das ist klar. Wir schauen mal, kommt der Mannschaft gut klar, kommt auch gut klar, macht extra Krafttraining und er ist auch kräftiger geworden, hier ist Silas Maurer. Also, da läuft es eigentlich ganz gut. So, die Jahreshauptversammlung und wir spulen mal ein bisschen vor. Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Mittel. Ganz klar. Ein Fan weist der Bus darauf hin, dass die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Denken Sie das auch? Ablehnung. Ein Fan fragt, ob sie ihren Sturm für ausreichend halten. Ist er das? Zustimmung. Und die Mannschaft sei total überaltert. Denken wir das auch? Neutral. Gibt insgesamt ganz schön Fanbeliebtheit. Minus, sage ich mal. Also, das ist schade. Aber gut, das ist meistens so in dieser Jahreshauptversammlung. Okay. Und da fallen jetzt ein paar aus. Gut, ein Tag, der kommt wieder, das ist gut. Morales, Magen-Darm-Grippe. Magen-Darm-Grippe. Alles so ein bisschen hier, geht eine Welle rum. Und das im August, selten, selten. Aber gut, wir gehen in die Teamführung rein. Du hast gut trainiert. Obwohl, nee, das bringt's nicht. Wir müssen schon die nehmen, die auch spielen jetzt vor allem. Weil das ist schon mal ein ganz richtungsweisendes Spiel hier. Hört sich blöd an, ist das erste. Ich weiß, aber meiner Meinung nach ist das wirklich ganz wichtig hier. Wir müssen eigentlich gewinnen, fast. Bin ich der Meinung, dass wir da gleich mal gut durchstarten können. Natürlich ist auch nichts passiert, wenn wir jetzt mal verlieren zunächst. Aber wäre natürlich schon von Vorteil, hier mit 3 Punkten zu Hause die Saison zu beginnen. Das wäre natürlich richtig stark. So, wir schauen mal rein. Merchandising. Wir haben schon wieder nichts. Ja, gibt's denn das? Wie schnell kaufen uns die Fans das denn alles weg? 5.000. Bekleidung. 2.500. So, hier kaufen wir, was haben wir da? 6.000 verkauft, 4.000. Nochmal 4.000 und 1.000. So. 94% voll hier, unser Lager, aber gut. Das passt soweit. Wir schauen mal rein. Sponsoring. Können hier mal
Meet and Greet? Mit wem denn? Mit. Wir nehmen Ottel. Okay. Okay, das sieht gut aus. Sponsorenpyramide dürfte es auch nichts Neues geben. Genau, Bandenwerbung. Oh, Bandenwerbung haben wir was. Flottenmanöver. Summe erhöhen. Und Laufzeit senken. Okay, unterschreiben wir mal trotzdem. Passt. Passt. Die bieten einiges. So, wir gehen mal weiter ein Stück noch. Sortieren das Ganze mal nach Stärke. Und sehen, wir wären auf Rang 14. Ja, wäre ich mit zufrieden, auf jeden Fall. Wäre doch was. Augsburg, Lautern und Freiburg würden absteigen, dann Nürnberg. Also die sind hinter uns, das sollten wir gewinnen. Gladbach setze ich mal noch ein bisschen vor. Die hier auch. So, Stuttgart hier für Köln. So, machen wir das Ganze ungefähr. So, passt schon. Ist ja nicht ganz so wichtig. Mehr so eine kleine Spielerei. So, ihre Mannschaftsführung findet großen Anklang. Das ist immer gut. Jeder wird gleich behandelt. Wunderbar. Keinen Einfluss hatte dieses Meet and Greet. Hat natürlich trotzdem nicht geschadet, ganz klar. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal weiter. Eins gehen wir noch weiter. Und dann ist es soweit. Gegen Nürnberg. Vorm Saison bisher klar, da sind wir noch gleich. Ist noch nicht viel passiert. Und von der Stärke auch fast gleich. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen. Nicht ganz ausverkauft, 20.000 fehlen. Bayern, Gladbach, Dortmund, Hamburg, Stuttgart, Schalke. Also das sind schon mal richtig gute Begegnungen. Augsburg, Freiburg, Hertha, Nürnberg, das ist Abstiegskampf pur. Im Mittelfeld auch noch ein paar Begegnungen. Also guter Spieltag mit vielen interessanten Sachen. Und das bekommen wir jetzt nochmal aufs Papier hier. Jetzt geht's los, der erste Spieltag steht vor der Tür. Also das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und wir schauen mal, wen wir noch so mitnehmen. Janker. Den möchte ich ganz gerne eigentlich auch mal einsetzen. Wir könnten mal... wen nehmen wir da mal raus? Ben Hatira bekommt mal eine Pause. Und Stoppelkamp ist jetzt ein offensiver Mittelfeldspieler, haben wir umgeschult. Sehr gut. Sehr gut, gefällt mir auch. Haben wir geschafft. Ich habe die Trainingsziele neulich eingestellt. Das war's dann wohl. Die Taktik nochmal. So. Das passt soweit. Die Laufwege genau in die Mitte ziehen. Ganz klar. Und dann schauen wir. Raphael passt soweit. Lustenberger passt. Kubiashvili vielleicht mal nicht ganz so weit vor. So. Soll das Ganze ungefähr ausschauen. Und dann passt das. Okay. Aber Ottl ist nicht gut drauf. Was ist mit Ottl los? Bleibt dann natürlich außen. Dann nehmen wir ihn mal gar nicht mit. Sehen wir jetzt mal knallhart. Form von 7, das brauchen wir nicht. Passt nicht. Niemeyer ist gut. Perdita ist auch gut. Also haben auch eine gute Form. Beide, das passt. Das können wir so lassen. Ottl und Hatira damit erstmal außen. Aber gut, das kommt natürlich noch, ganz klar. Und dann würde ich sagen, mache ich schnell die Musik aus und dann sehen wir uns im Textmodus. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Also jetzt die Ansprache vor dem Spiel, wie gewohnt. Wir geben der Mannschaft mit auf den Weg. Ein Remis schaffen wir auf jeden Fall. Und das denke ich auch. Das ist ganz klar, das wollen wir schaffen. Das sollten wir auch erreichen. Wir haben noch eine Frage. Hertha BSC Berlin ist als Aufsteiger Außenseiter in der neuen Saison. Was werden sie mit diesem Team erreichen? An erster Stelle zwar der Klassenerhalt, aber es haben schon viele Mannschaften vorgemacht, dass das nicht das Ende der Fahnenstange sein muss. Wir machen das. Der Klassenerhalt steht an der ersten Stelle und das werden wir erreichen. Ist, denke ich mal, unser Hauptziel und dann schauen wir weiter, falls sich noch was ergibt. Also jetzt das Heimspiel gegen Nürnberg. Toller Hintergrund hier mit dem Olympiastadion. Hab, glaube ich, noch nie in Berlin gespielt. Jetzt natürlich mit den Berlinern wird das ein bisschen öfter stattfinden und es geht los. 12 Minuten gespielt, es passiert wieder nicht viel. Jetzt die erste Chance, 15. Minute. Schade, schade. Gleich mal eine gute Situation von uns. 20 Minuten gespielt. Nächste Chance, 23. Gute Chance. Richtig gute Chance. Schade, schade. Ebert schießt Pinola an und holt einen Eckball raus. Gut abgeblockt. Jetzt die Ecke vielleicht. Da sind wir gut dran. Da sind wir richtig gut drin. Und... Schade, wieder nichts.
Also nach Ecken müssen wir sagen, da sind wir richtig stark. Haben schon eins gemacht, die zwei waren es, glaube ich, sogar im letzten Spiel gegen Dresden. Also das ist eine unserer Stärken, da müssen wir weiter drauf schauen, dass wir da uns weiter ein bisschen entwickeln, dass wir das beibehalten. Denn sowas ist immer Gold wert, solche Standardsituationen, wenn man die nutzen kann, ganz klar. So, wir gehen mal in die Statistik rein, möchten mal sehen, ja, wie sich das ganze Spiel so entwickelt. Wir mit 57% Ballbesitz, Nürnberg noch ohne Chance. Nur ein Tor fällt halt, das ist ganz klar. Das ist immer nicht so schön, wenn kein Tor fällt. Und wir dann natürlich hier, ja, wie es halt so ist im Fußball, dann nach einer Zeit selbst das Tor bekommen, weil man es nicht macht, das kennt ihr alle. So, die dritte gelbe für uns jetzt schon. Was ist da denn los? Das gibt's doch nicht. Halbe Stunde gespielt. So, nicht mehr lange bis zur Halbzeit. Beruhigt sich wieder. Aber jetzt, 39. Vielleicht jetzt das Eigentor. Jawohl, 1:0, meine Freunde. Wir führen. Philipp Wollscheid macht das Ding rein für uns. Wunderschön, scharfe Flanke. Und Wollscheid rutscht der Ball beim Klärungsversuch über den Spann. Also, 1:0 im ersten Spiel in der Bundesliga am ersten Spieltag gegen den ersten FC Nürnberg. Nach gut 40 Minuten. Und jetzt ist auch gleich Halbzeit. Eine Minute noch, dann hätten wir es erstmal geschafft. Jawohl, das Teilziel ist erreicht sozusagen. Wir führen. Und das, denke ich mal, durchaus verdient gegen den 1. FC Nürnberg. So, dann machen wir mal die Ansprache. Ramosch, motivieren wir mal ein bisschen. Hat eine gute Form, da muss er wieder ein bisschen reinfinden. Raphael auch mal ein bisschen motivieren. Lustenberger motivieren. Und Niemeyer. Und dann geht's weiter. Perfekte Ansprache gehalten. Wir lassen mal ein paar warm laufen, müssen schauen, vor allem mit den gelben Karten hier in der Defensive, dass da nicht noch einer fliegt, weil das wäre richtig bitter. Und dann kommen die Nürnberger nochmal ganz schön. Jetzt die Chance für Nürnberg. 51. gute Chance. Und da ist es passiert. 1:1, Thomas Peckhardt. Da haben wir nicht aufgepasst anscheinend. Das gibt's nicht. Das ist bitter, die erste Chance der Nürnberger eigentlich. Und die machen halt gleich das Ding rein. Eiskalt hier. Ah, das ist sehr bitter. Wir schauen mal, vielleicht gleich die Antwort. 55. Gute Chance. Glanzparade von Raphael Schäfer. Eieieiei, das wär's gewesen. Gleich die Antwort hier, 4 Minuten später. Schade. So, wir schauen mal. Ich denke, ich nehme dann vielleicht sogar mal Ramosch raus. Bring Lasogga nochmal. Nach einer halben Stunde jetzt die Nürnberger nochmal. Leichte Beute für Kraft. Oder eventuell auch nochmal auf den Außenpositionen. Was vielleicht Rukawitzka mal. Aber jetzt erstmal nochmal die Chance für uns. Schade. Das Spiel entwickelt sich langsam doch zu einem Top-Spiel, muss man sagen. Mit der Zeit wird es immer besser. Aber wir müssen jetzt vor allem mal hinten reagieren. Da stimmt es überhaupt nicht mehr von der Kraft her. Franz mal raus. Hubnik rein. Und dann würde ich auch noch ganz gerne, wie schaut es denn aus, rechtes Mittelfeld. Ebert, aber der macht ein gutes Spiel. Dann darf Ronny raus. Torun rein. Und dann geht's mal weiter. Vielleicht noch Stoppelkamp oder Lasogga oder vielleicht auch Rukawitzka. Das sehen wir, wen wir noch bringen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Jetzt immer noch 1:1 und das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. In der zweiten Halbzeit haben wir sogar noch mehr Ballbesitz mit 68%. Da hätten wir den Sieg auf jeden Fall verdient. Schade, schade. Aber es ist ja noch Zeit. Noch über 20 Minuten. Vielleicht geht noch was. Gleich die letzten 10 Minuten. Nochmal eine Chance für Nürnberg. Ecke. Voll, ne? Und jetzt wechseln wir nochmal. Und zwar bringen wir Lasogga für Ramosch. Der hier nochmal für ein bisschen Action sorgen soll. Ein bisschen, ja. Wir machen nochmal die individuellen Anweisungen und gehen hier auf steil gehen. Kann er denn Distanzschüsse? Ja, probieren wir mal. Oft, okay. Und dann schauen wir mal, dass wir das so weiter durchbringen. Ich hoffe, wir schießen noch ein Tor. Das wäre immens wichtig. Also das wäre wirklich gleich mal ein richtig guter Start hier mit 2:1 zu gewinnen.